Willkommen auf emphasize.de. In dieser Anleitung wird die Feldaufteilung für individuelle Bedürfnisse angepasst. Mit einem Klick auf das Schere- und Kleber-Symbol wechselt man in den Feld-Editiermodus. Felder werden verwendet, um eine Spielfigur darauf zu platzieren, die dort dann die Zeit misst. Jedes Feld hat einen individuellen Namen, ist berichtbar oder nicht und hat eine Hintergrundfarbe, die definiert werden kann. Mit einem Klick auf die Schere kann ein Feld in zwei Hälften geschnitten werden. Man stelle sich jetzt vor, Daniel möchte Zeiten für eine Aktivität mit dem Namen Akquise erfassen. Er wählt eine Hintergrundfarbe. Mit dem Klebersymbol kann man zwei getrennte Felder wieder vereinigen, sodass sie nur noch eine Aktivität darstellen. Jetzt könnte Daniel mit dieser Feldaufteilung auch auf Akquise buchen. Zusätzlich bietet der Feld-Editiermodus die Speicherung von Vorlagen für Feldaufteilungen. Diese Feldaufteilung ist nun als individuelle Vorlage mit Akquise gespeichert. Durch Auswahl und Laden einer vordefinierten oder individuellen Vorlage kann man schnell zwischen Feldaufteilungen wechseln. Eine individuelle Vorlage kann wieder gelöscht werden. Jeweils der erste Eintrag in der Auswahlliste ermöglicht das Zurücksetzen auf die Situation, als mit der Bearbeitung begonnen wurde. Schließlich betrachten wir, was mit der Timeline passiert, wenn man ein Feld umbenennt. Beispielsweise hat man einen Eintrag mit dem Namen Pause. Das Feld kann man in Päuschen umbenennen. Nun sieht man, dass ein zusätzliches Feld angezeigt wird, da das ursprüngliche Feld Pause nicht mehr existiert. Schließt man den Zeitarbeitungsmodus wieder, springt die Spielfigur wieder auf das aktuelle Feld.